Um Links in Shadow Loader einzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder über die automatische Zwischenablagenüberwachung oder eben manuell. Ich zeige euch beide Möglichkeiten. Wenn ihr die Möglichkeit mit der automatischen Zwischenablagenüberwachung nutzen möchtet, müsst ihr darauf achten, dass hier ein Häkchen gesetzt ist. Wenn das getan ist, dann könnt ihr einfach euren Link mit STRG C in die Zwischenablage übernehmen. In den Beispielen hier werde ich RapidShare-Links verwenden. Es funktioniert natürlich auch mit allen anderen File-Hostern, die JSON Loader unterstützt. Also hier oben in der Navigationsleiste haben wir den Link. Mit STRG C können wir den kopieren oder einfach mit einem Rechtsklick auf Kopieren. Und JSON Loader kommt dann sofort in den Vordergrund und hat eben hier den Link eingefügt. Hier seht ihr die Dateigröße, das Logo des Hosters und den Ordner, in den es heruntergeladen werden soll. Jetzt habt ihr hier noch einige Möglichkeiten, also zum Beispiel mit einem Rechtsklick unter Properties könnt ihr das Download-Passwort setzen oder auch den Pfad ändern, in dem der Download gespeichert werden soll. Kommen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit. Wir deaktivieren die automatische Zwischenablagenüberwachung und löschen uns die Datei hier raus, und zwar die manuelle Methode. Die funktioniert so, dass ihr unten auf Add Downloads klickt und könnt den Link dann hier einfügen. Weil er bei uns noch in der Zwischenablage ist, wird er automatisch eingefügt. Ich lösche ihn hier aber mal raus und füge ihn hier manuell mit Einfügen ein. Und ihr könnt hier dann auch direkt den Ordner bestimmen, in den er heruntergeladen wird, und auch schon das Passwort setzen. Mit Continue wird er dann in den Link Grabber eingefügt und der Status wird genauso wie vorhin auch angezeigt. Um jetzt fortzufahren, das ist mit beiden Methoden natürlich gleich, einfach hier unten Add to Download List und dann wird eine Meldung angezeigt, die betrifft jetzt RapidShare, die bestätigen wir mit OK und dann beginnt Shadow Loader gleich die Datei zu laden. Die Meldung erscheint wahrscheinlich nur beim ersten Mal, wenn ihr mit diesem Host heruntergeladen, beim nächsten Mal wird die nicht mehr erscheinen.